in meinem Fall waren das immer sehr religiöse Wahnvorstellungen. Hey, du Schizophrener, du hörst Stimmen in deinem Kopf. Ich habe zum Beispiel in meinen 6 Psychosen nie Stimmen gehört. Ich habe Musik gehört, ich habe optische Halluzinationen gehabt, dass sie meine Sinneseindrücke waren in der wahnhaften Realität. Aber ich habe nie Stimmen gehört. Wie ist das, wenn man Halluzinationen hat? In meinem Fall waren das immer sehr religiöse Wahnvorstellungen, die dann auch so religiös aufgeladen waren. Die waren wunderschön. Meine akustischen Halluzinationen waren, dass ich Musik gehört habe. Einmal afrikanische Musik, einmal Singer-Songwriter, die sich so über den Alltag legen. Das sind wunderschöne Momente. Halluzinationen können wie Glück bedeuten oder Angst auslösen. Optische Halluzinationen müssen verrückt sein. Also bei den optischen Halluzinationen, das muss man sich so vorstellen, habe ich so wie heilige Bilder gesehen. Ich habe zum Beispiel bei mir auf dem Balkon einen Rosmarinstrauch gehabt. Ich habe bettende Hände gesehen in diesem Rosmarinstrauch. Und so eine Halluzination, das ist etwas, was einem das erste Mal überrascht, dass man das sieht. So. Und dann geht das einfach nicht weg. Das bleibt manchmal stundenlang, das gleiche Bild. So. Und das fügt sich auch in den Strauch ein. Du kannst Halluzinationen und Realität nicht unterscheiden. Die wissen sehr wohl, dass es eine Halluzination ist. Aber in dem Moment, wo ihr das seht, seid ihr auch derartig in einem Film, dass es wie echt wirkt. Du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Schizophrenie haben keine gespaltene Persönlichkeit. Schizophrenie äußert sich eher durch eine Abkopplung vom Fühlen und vom Handeln, vom Bewusstsein und von der Persönlichkeit, aber bedingt keine Spaltung von der Persönlichkeit.